Hallo Leute und willkommen zurück zu I'm Alive. Und ja, wir steigen ein bisschen woanders ein, als wir letztes Mal aufgehört haben, weil ich habe das unglaubliche Fail bei diesem Spiel, irgendwie keinen Savepoint direkt zu finden. Und wo wir das letzte Mal doof rumgehangen sind, musste ich jetzt ein bisschen zurücklaufen und habe ein bisschen Umgebung anders gesehen als beim letzten Mal. So habe ich zum Beispiel jetzt hier etwas geschafft, nicht geschafft, zum Beispiel das Asthma-Spray zu finden und dem alten Herrn zu geben, der unten dockt. Allerdings den Weg direkt zu dem alten Herrn zu finden und ja, ich habe dann auch direkt hier was gesehen, weil ich vom letzten Mal übersehen habe. Was natürlich ein Hin und Her ist, weil man kommt nämlich, wenn man da drüber geht, das war unser erster Weg ja da hinten. Also wir gehen von da aus, hier rüber. Dann kamen wir hier runter und dann bin ich irgendwie anders gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber man sollte wahrscheinlich eigentlich hier entlang laufen, weil da ist dann auch ein Element, was man benutzen kann. Und ich denke, das werden wir jetzt mal ganz kurz machen. So, wir müssen den Fensterputzeraufzug aktivieren. Das heißt, wir können da jetzt reingehen. Tun wir auch noch nicht, weil ich natürlich ein bisschen Status wieder kriegen will. Schmerzemitte gefunden. Ja, ich hoffe, ich finde das Asthma-Spray gleich nochmal. Ich gucke mich aber jetzt hier mal ein bisschen um. Status immer noch, May ist krank und Status auch. Warum hat der Fox so wenig aufgenommen die letzte Zeit? Tja, das ist einfacher beantwortet, als ihr vielleicht denkt. Und zwar haben wir unseren Freaky Esports Adventskalender, also jeder, der noch nicht es gesehen hat. Da mal vielleicht reinschauen, die 24 Türchen gibbe zu entdecken. Und, ach, hier war ich letztes Mal entlang gegangen, könnte sein. Das würde zumindest passen. Und, ja, ihr könnt jeden Tag ein Game Key gewinnen und am 6. und 24. sogar was Besonderes, nur mal hier so ein bisschen nebenher. Und da sowas ja auch Planung braucht, ging das erstmal vor, um euch ein wenig zu verwöhnen, unsere lieben Abonnenten. So, aber jetzt geht's hier ganz normal weiter mit meine Let's Plays. Ja, wenn alles dementsprechend läuft, wird wahrscheinlich diese Woche Amnesia auslaufen. Aber das erstmal so als Randinformation. So, wo ist das Doofe? Da ist es. Bingo. Da haben wir den Inhalator, da müssen wir jetzt hier runter, glaube ich, oder? Ging das nicht hier so irgendwie? Nein, okay. Muss ich den Weg nochmal suchen. Ach nee, hier war jetzt auch wieder ein Aufzugschacht, den man aber schlechter einsehen konnte, genau. So, ich habe mir nämlich letztes Mal eine viel zu große Nummer gegeben, um an einen bestimmten Ort zu kommen. Und hoffe, dass ich... Ah, komm. Ach, komm. Komm, geh runter. Nicht den gleichen Zirkus wie beim letzten Mal, bitte. So, und hoch mit dir. So, damit sind wir wieder bei unserem Herrn. Und den geben wir jetzt erstmal unseren Inhalator, damit wir eine Wiederholung bekommen. So, Wiederholung ergattert. Und, ja, ich könnte jetzt hier wieder drauf schießen. Möchte ich aber nicht. Wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Schmerzmittel zweimal. Dann hauen wir uns da nochmal eins rein. Dann sehen wir insgesamt gesünder aus. Und zwar ist das hier den Aufzug, den wir eigentlich schon mal ganz, ganz am Anfang benutzt haben. Der mir dann eben aufgefallen ist, dass der hier entlang führt. Hier starteten wir nämlich einmal. Sollten wir kurz aufladen, weil es geht einfach effektiv besser. Nein, komm, greif dich, greif dich, greif dich, komm. Holla die Hü. So. Und ich habe so ein bisschen Abschätzung gespielt. Und wenn er jetzt nicht solche Dummheiten macht wie gerade, klappt das vom Timing sogar ziemlich gut, dass ich da oben hinkomme. Und wie ihr seht, habe ich da jetzt einen Haken angebracht, die ich jetzt auch mal kurz nutzen werde. So, weil das war so das Maximum, was ich jetzt herausgefunden habe, bevor ich nämlich den mache, da ich nämlich echt viel Energie verliere, ist das nämlich genau im Pensum, wie ihr seht. Zack! So, dann haben wir sogar noch eine gute Tat gemacht.
Erfreut mich natürlich. So, und dann können wir nämlich jetzt hier wieder runterklettern. Kann eigentlich ein bisschen Progress machen, weil in der letzten Folge sind wir ja mehr doof am Hängen gewesen, am Sein, als dass wir irgendwas im Spiel wirklich geschafft haben. Und das war natürlich eher so Mittel. Das mag ich ja selbst eigentlich auch nicht. Naja, manchmal gibt es solche Folgen, da macht man nix. Gerade wenn man so ein bisschen blind ist wie ich hier. Einfach hier quer einmal drüber rennt und hier komplett das Fernglas verpeilt. So, dann gehen wir mal hier in den... Oh, was haben wir hier? Kanister aufgehoben. Drücke hier mal ein Objekt zu installieren. So, 4 Wiederholungen. Und da lädt's und dann würde ich sagen, weil wir das Ladeproblem erkennen, dann bin ich mal kurz, verdammt, der schneller lädt. Bis gleich, Leute. So, back on the route. Da sind wir wieder. Für euch ein Sekündchen ohne Ladescreen, für mich ein bisschen länger. Aber nicht so lange, als hätten wir einfach Fraps laufen lassen. Naja. So, wir sind jetzt hier irgendwie hochgefahren auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ganz gut. Oh, da steht was. Dann nehmen wir das direkt mal mit. Kalup, Schmerzmittel, aufgehobe. So, wo müssen wir hin? Also, ich bin ein bisschen stört, dass wir die Maid einfach alles kalup, bleibt die halt da. Ja, ich will das mal ein bisschen ohne Karte machen. Ich könnte natürlich jetzt hier die Sekunde auf die Karte glotzen. Ist ja aber nicht Sinn der Sache. Da ist ein Auto, wo wir runter können, denke ich mal. Können wir da runter? Nicht? Hm. Oder da. So. Oh, oh. Abbremsen, abbremsen. Und pluck. Unten angekommen. Hui, das hat Spaß gemacht. So, ist natürlich interessant. Need water. Überall lesen wir Need water. Jetzt geht's aber noch tiefer, oder was? Nee. Oh, da können wir jetzt hochklettern, okay. Na, machen wir es doch mal. No way I can drop that far. Zack, das geht ein bisschen schneller, finde ich. Müssen wir mal ein bisschen was riskieren, ne? Wir schon so ein Stängchen hochklettern. So. Nicht, dass wir hätten einfach über... Ach nee, die Pipe ist da gebrochen, okay. So, dann nochmal Rutschtour. Hui! 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 Zack! Unten angekommen. Ach du, ich verkacke einen. Jetzt kommt doch nicht kein Sandsturm, oder? Ja, anscheinend schon. Na geil. Ist ja perfekt. Zack. So, dichten Staub wird ihre Ausdauer ständig verbraucht, bis sie sterben. Na geil. Das heißt also, ich sollte jetzt ein bisschen Gas geben, weil ich auch nicht zu. Klettern Sie über den Staub und finden Sie einen Rastplatz. Klettern Sie über den Staub. Das ist auch eine geile Ansage. Wie kletter ich denn über Staub? Hm. Wow, 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 was haben wir da? Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Soda-Getränk. Die Frage ist, wo muss ich hin? Weil hier komme ich auf keinen Fall weiter. Ja, ich glaube, ich verrecke gleich eine Runde. Ja. Ja, sieht gut aus. Die erste Staubaktion und Dennis verreckt. Na, alles richtig gemacht, oder? So, wo haben wir denn jetzt die... Okay, da haben wir ein Fragezeichen. Da ist die Medizinkiste. Da sind wir jetzt fröhlich runtergerutscht überall. Hilft mir jetzt aber auch gerade nicht. Also doch hier entlang, okay. Klettern Sie über Staub. Was soll denn das heißen, klettern Sie über Staub? Warum kann ich nicht einfach über die Karre klettern und dann... Ha. Ich glaube, ich lasse mich mal kurz verrecke. Hätte ich hier runter gekonnt?
Na, ich bin gleich tot und die Musik wird immer lauter. Ja, ich verrecke dann einmal kurz und tschüss. Ja, dann lassen wir das Spiel doch mal laden, wa? Wiederholungen. Ja, vom letzten Kontrollpunkt. Neu laden, bitte. So. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt mit der Staubwolke hier machen. Weil ich habe noch keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ja, zumindest haben wir jetzt schon mal einen besseren Punkt als letztes Mal. Und vor allem habe ich mal endlich einen Punkt. Ja, komm, das wissen wir jetzt. Ja, das wissen wir schon. Zerkarte aktualisiert. So. Wir müssen da hin und da ist angeblich der Weg Uffe. Okay, das heißt also. Ich hole mir jetzt erstmal da hinten nochmal das Soda-Getränk. Die Frage, die ich mir gerade. Ach, Moment. Voll übersehen gerade eben. Komm. Wir haben jetzt hier nicht zu viel Tiet, dass du hier einmal dich verklettern kannst. Und? Hui! Sind wir wieder über dem Staub. Ja, super. Klettern Sie über den Staub und finden Sie einen Rastplatz. Klettern Sie über den Staub. Das muss auch erstmal einer raffen, wie das gemeint ist. Klettern Sie über den Staub. Wer sich immer den Text ausgedacht hat. Respekt. Habe ich hier vielleicht einen Rastplatz? Anscheinend nicht. Da gehen die Türen nicht für mich auf. Was steht da? Silent bla bla bla. Okay. Was haben wir hier oben liegen? Nix. Ich glaube, ich muss hier auch wieder runter, wa? Ja. So. Hallo, gehst du bitte an? Danke. So, jetzt sind wir wieder im Staub. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht zu lang unterwegs bin. Ja, ja, das sieht gut aus. Da können wir hochklettern, auf jeden Fall. So, dann gib mal Gas, Jung. Weil je länger wir brauchen, desto dürfer, ne? Komm. Kletter, Peter. Komm, hoch da. Ja, ist doch gut gegangen. Da kriegen wir hoffentlich auch wieder eine Wiederholung drauf. Nee, drei haben wir noch. Und dann lassen wir noch das Baby nochmal laden. Aber ich verabschiede mich dann mit diesem Ladescreen. Bis zur nächsten Folge von I'm Alive. Ja. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis diese Woche wieder. Tschö. Und drängt an. Freaky Esports Adventskalender. Macht mit. Es gibt geile Sachen zu gewinnen. Adios.